gerade den nächsten Bienenschwarm. Die sammeln sich jetzt gerade erst. Wenn ich Glück habe, werden die sich hier alle an dem Buchsbaum jetzt ansammeln. Weil noch ist der ganze Schwarm hier in der Luft, wie man hier sieht. Ist ganz schön was los. Das wird mal ein richtig großer Schwarm. Ich hoffe echt, dass die sich hier hinhocken. Die Königin hätte ich nämlich gern wieder mit ihren Bienen. Gucken wir mal. Schwarm hat sich gerade umentschieden und fliegt jetzt wieder zum Muttervolk zurück. Ich warte jetzt nur noch drauf, bis die Königin hier mir über die Finger krabbelt. Dann schnappe ich die, tue sie in den Käfig rein und dann können wir die irgendwo hier hinhängen. Dann haben wir nämlich alle Bienen an einem Käfig dranhängen. So sieht es gerade aus. Faszinierend. Und wir stehen hier gerade mitten im Bienenschwarm drin. Echt ein tolles Gefühl auch. Ja, manche Leute kriegen da einen Heidenangst vor, wenn der ganze Himmel schwarz wird. Wow. Bienenschwärme sind übrigens total harmlos. Die wollen nicht stechen, die wollen ja nur eine neue Behausung haben. Ja, solange sie nicht in meinem Ohr ist. Das hier. Ich glaube, ich muss das Video jetzt ein paar Mal stückeln. Also ich habe gerade eben die Königin hier langlaufen sehen und habe die einfach direkt in den Käfig gesetzt. Somit habe ich hier meinen Bienenschwarm sicher an Bord, weil die Tiere werden jetzt hier um diese tolle Königin ihren Schwarm bilden. Und dann habe ich die ja nachher hier in einem Stab hängen und kann sie ganz easy in eine neue Behausung geben. Sozusagen die Königin plus ihre ganzen mindestens 4 Kilo Bienenmasse. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, ich nochmal. Schaut mal, Leute. Ich habe die Königin jetzt hier oben in einfach nur eine Segeberger Kiste reingesetzt, weil ich in der Sekunde einfach nichts anderes habe. Die Bienen wollen es immer dunkel haben. Deswegen habe ich jetzt hier meinen Unterboden mal schnell als Abdeckung genommen. An der Königin hier im Käfig sind schon ein paar Bienen, die jetzt die Pheromone hier dem Rest des Bienenvolkes mitteilen. Und da wir jetzt hier ein paar kleine Lücken haben, kann man es jetzt hier schon beobachten, wie die Bienen der Pheromonspur der Königin Step by Step folgen. Und alle Bienen, die jetzt der Meinung sind, sie wollen zur Altkönigin und schwärmen, die werden jetzt alle hier hochgehen. Und dann brauche ich eigentlich nachher nur meine oberen Honigräume auf das untere Topbar draufsetzen. Und die Königin lassen natürlich unterm Absperrgitter im unteren neuen Raum dann frei. Ja, und so fängt man einen Schwarm, wenn man in der Sekunde gerade nichts anderes im Auto hat. Da muss man ein bisschen Freestyle machen. Wichtig ist eigentlich nur, die Königin muss im Käfig sein. Sonst fliegen sie eventuell wieder weg.